Mal hier nur unter dem Meer. Unter dem Meer. Also ein bisschen. Allein wenn man da jetzt mal so hinguckt. Das doch stimmt, ja. Nicht. Oder findet Nemo, wenn ich mir jetzt mal so den Rochen hier angucke. Bin nur noch so die kleinen Fischis und Tentakel-Monster-Viecher, die hier rumsitzen und ihren Unterricht haben. Bei Herr Rochen? Wie der hieß? Ich glaube, Herr Rochen war es. Das wäre auch noch eine Möglichkeit. Finde ich auf jeden Fall mega cool. Vor allem sowas, finde ich, gibt es gar nicht so oft. Herr Rochen, ja. Warte, das weiß ich noch. Ich weiß gar nicht, wenn ich das letzte Mal vielleicht Demo gesehen habe. Vielleicht Dory habe ich erst gesehen. Vor allem erst, vor einem halben Jahr. Finde ich auch nicht so gut. Zwei. Ich mag den ersten lieber. Wenn ich ganz genau muss, das jetzt wieder gucken mit dem Gesehen. Ja, ist doch schön! Da gibt es übrigens eine Stammesquest-Reihe. Also da gibt es dann coole Belohnung später. Ah, okay. Sehr cool. Sehr, sehr cool. Kann ich hier unten auch? Ja, kann ich. Oh, toll. Gut. Wasservogel im Wasser. Passt hier. So, warte. Das Linienreittier sollte ich vielleicht mal freischalten, ne? Sechs Stunden schon wieder. Ja, aber so lange mache ich heute nicht mehr. Also heute wären es keine 8, 9 Stunden. Oder 10, 11. Huch. Ich denke mal so eine halbe bis eine Stunde noch. Je nachdem, wenn man von Hause kommt. Wieder bis drei. Nein, diesmal nicht. Nächste Woche kann ich das wieder machen. Diese Woche leider nicht. Also gut, morgen könnte ich, aber ich will morgen noch einiges machen. Vorbereiten. Da wäre das sehr ungünstig, wenn ich verschlafe. Und Freitag fange ich relativ früh an mit Streamen. Dann gehe ich mal so um 10, 11 Uhr rum, fange ich an. Und dann da wahrscheinlich auch bis 18, 19 Uhr gucken. Aber heute. Nein, auch nicht bis Mitternacht. Also heute ist es wirklich mal nur kurz. Wie gesagt, ich schätze mal so lange, bis mein Freund da ist. Es sei denn, er kommt jetzt in 10 Minuten rein. Dann natürlich nicht. Aber zumindest so, dass ich noch in Ruhe essen kann. Houston, kurz. Ey, für mich ist das echt kurz. Dann vielleicht noch ein bisschen WoW später zocken oder das Tweet mal gucken, was ich gelöst habe. Und dann relativ zeitig ins Bett. Muss auch mal sein. Jetzt muss ich da wieder runter. Ja, aber für mich alleine. Ich habe ewig... Weil, ihr glaubt gar nicht, wie lange es her ist, dass ich das letzte Mal alleine für mich ohne Stream, ohne YouTube mal was gezockt habe. Das ist Ewigkeiten her. Das ist echt Ewigkeiten her. Heute Morgen ganz kurz, einfach um zu gucken, ob das mit dem Abo geklappt hat. Wie ist euch jetzt der? Oh, finde ich gar nicht. Finde ich gar nicht. Also ich mag WoW echt immer noch ganz gern. Ich bin halt nur nicht besonders gut, weil ich letztes Jahr erst angefangen habe mit. Aber so. WoW finde ich auch ganz cool. Ist halt für mich irgendwie so das komplette Gegenteil von Final Fantasy. Weil das hier ist wirklich so auf schön und niedlich und ne? Und das andere ist halt wirklich nur so. Es sieht cool aus. Aber es sieht halt jetzt nicht so aus.
das ist ein schlechtes Beispiel. Hallo Mira! Schön, dass du reinschaust. Wir legen nur Dinge durch. Oh mein Gott, der Hype. Also ich war von WoW tatsächlich nie gehypt. Das Einzige, was mich dann wirklich interessiert hatte, war jetzt Shadowlands letztes Jahr. Das hatte ich mir sogar vorbestellt. Habe ich auch eine Weile gespielt. Relativ weit, glaube ich. Vermute ich. Und ja, dann habe ich aber mein Abo auslaufen lassen. Weil ich dann halt überhaupt keine Lust mehr drauf hatte. Dann habe ich eine Zeit lang Classic ausprobiert. Das habe ich dann auch ein bisschen gespielt. Dann habe ich das Abo wieder auslaufen lassen. Und das waren jetzt, glaube ich, 4 Monate, die ich habe auslaufen lassen. Wo ich nicht gespielt habe. Jetzt hatte ich irgendwie wieder Bock. Für Classic gespielt. WoW hat mich nie gecatcht. Ach, doch. Doch. Ist ganz cool. Aber ich kann es halt nicht. Also WoW kann ich nicht so lange und intensiv spielen wie zum Beispiel Final Fantasy. Liegt aber vielleicht auch daran, dass ich nicht in der Lore drin bin, so richtig. Muss mich da noch irgendwie reinfuchsen. Und dass ich da keine großartigen Spieler habe, mit denen ich kommunizieren kann. Das, in WoW kenne ich halt einfach keinen. Meine geht länger. WoW geht deutlich länger. Hat ja auch mehr Addons. Aber für mich, Final Fantasy reizt mich halt mehr. Deswegen kann ich damit länger spielen. So meinte ich das. Also da kann. Das fesselt mich halt mehr als WoW. Also, ja. Also wie gesagt, Final Fantasy, das kann ich 10 Stunden am Stück spielen und ich merke gar nicht, dass 10 Stunden vorbei sind. Bei WoW kann ich 2-3 Stunden mehr spielen, ich merke aber, dass es 2-3 Stunden sind. Wie gesagt, liegt wahrscheinlich daran, dass ich da keinen kenne. Gut, aber innerhalb von einem halben Jahr war nie in der Gilde drin. Vielleicht irgendwann mal, wenn ich wirklich in der Lore drin bin. Nicht mal was für ein Tänzer und das ist scheiße. Auch beides. Ich brauche beides nicht. Ich will beides nicht haben. Ich will nicht. So, das holen wir uns gleich. Komplett falsche Richtung. Hallo, das wäre erledigt. Ich habe für euch im Meer Opfer dargebracht. Damit sind die Vorbereitungen abgeschlossen und ich kann den Zauber wirken. Stellt euch in einer Reihe auf. Wie fühlt sich für mich schlimmer und besser, aber gleich. Ich egal, was ich mache. Ich habe keinen Grund, den ich mache, sondern gut, entscheide, gut, ob ich entspannt will. Euch und lasst die Magie des Meeres in eure Herzen. In WoW habe ich ja halt zum Beispiel noch nie großartig was gemacht, aber
Es hat mich schon sehr überwältigt. Das ist... Kami, die ihr im Meer verweilt. Komplette Welt, Kami, in der Düsternis und des Lichts. Kami des Wandels und des Stillstands. 14 zum Beispiel nicht. Erhört mich. Bist du langsam an die Sache reingeführt. Haltet Einzug in die Opfergaben, die diese Betenden euch dargebracht haben. Reinigt ihre Körper vom Staub des Landes und gewährt ihnen die Gnade des Meeres. Vielleicht irgendwann mal nach Final Fantasy 14. So, der Zauber. Bin ich irgendwann mal in irgendeinem Endgame angekommen. Die Kami gewähren euch nun die Gunst, unter Wasser zu atmen. Ich muss auch mit deinen Charakteren grinden. Ja. Ich fühle mich so unverändert. Bist du dir da ganz sicher? Zum Glück. Ziemlich. Dass ihr unter Wasser atmen könnt, bedeutet aber nicht unbedingt, dass ihr plötzlich bessere Schwimmer seid. Also, ich kann ganz gut schwimmen. Und du, Alize? Klar, ich bin eine gute Schwimmerin. Ganz im Gegensatz zu meinem Bruder. Alfino kann froh sein, wenn er nicht untergeht wie ein Stein. Eure Körper sind nicht darauf ausgelegt, sich schnell im Wasser zu bewegen. Ganz anders als die meisten Meeresbewohner. Da ihr es eilig habt, werden wir euch gute Freunde von uns vorstellen. Aber erst, wenn ihr im Wasser seid. Kommt schon. Das ist zum Beispiel bei mir. Ich weiß die Hälfte von WoW zum Beispiel noch gar nicht. Ich habe noch nie Raids oder sonstiges in WoW gemacht. Liegt aber daran, dass ich mich nie getraut habe. Diese drei hauptsächlichen Content zu hören wie WoW. Dungeons und Raids. Wie gesagt, WoW habe ich... Oh Gott. Das höchste, was ich an Stufe hatte... Bis auf... Shadowlands, da hatte ich tatsächlich automatisch, dadurch, dass ich diese Collector's Edition hatte, automatisch dieses Charakter mit höherer Stufe. Ansonsten, ich glaube, das höchste war 30. So, dann will ich mal schnelle und starke Reittiere für euch. Als ich angefangen habe, gab es, glaube ich, bis Stufe 120. Jetzt ist es ja auf 60 runter. Vor der Umstellung. Nach der Umstellung war ich nicht mehr 30. Leider. Oh, ihr seid aber hübsch. Tragt uns in die Weiten des Meeres hinaus. Aber ich will nachher unbedingt nochmal ein bisschen spielen. Bitte keine Umwege. Wir müssen die Konföderation überzeugen und Gesetze. Wenn ich einfach 14 spiele, weiß ich, dass das nichts wird mit früh ins Bett gehen. Deswegen mache ich WoW. Bei WoW weiß ich, dass ich früh ins Bett gehe. Definitiv. Solltet ihr eure Reittiere verlieren, kann ich sie wieder für euch rufen. Herr Rochen, ja. Also dann viel Glück. Herr Rochen, habe ich vorhin auch gesagt. Irgendwie musste ich halt so ein bisschen an Ariel denken oder halt an Findet Nemo. Und vor allem der Rochen schwamm, der da hinten ist, schwebt halt auch so direkt, oder schwimmt halt direkt so über den Meeresboden. Und jetzt fehlen da nur noch die Clownsfische und so weiter, die dann davor sitzen und ne, ihren Unterricht haben. Schon wieder eine andere Person. Nein! Die war schon so. Das war schon so, als ich mich eingeloggt habe. Tauchen frei. Ich kann tauchen. Ich kann jetzt ernsthaft tauchen? Es war möglich, dir unter Wasser zu atmen. Erkunde die Unterwasserwelt und such den Weg nach Suinosato. Ein rundes Portal führt in die Siedlung am Grund des Meeres. Falls du an Wasseroberfläche schwimmst, kannst du mit Steuerung der Taste wieder abtauchen. Wirst du dein Reittier verlieren, kannst du mit Soroban in Tamamitsu sprechen und erneut auf Steifenrochen klettern, reiten, Dingens, Gedöns. Wie cool! Oh mein Gott. Oh mein Gott, ist das cool. Oh mein Gott.
Ich hoffe, du magst Unterwasser-Content. Also eigentlich nicht, aber ich find's hier mega cool. Also eigentlich ist Unterwasser ja überhaupt nicht meins, aber... Das ist... Mein Hansi, Pupsi, Schatzi. Nee. Na. Moin. Dann ruft ihr bald mal Feierabend. Ja. Doch. Mach doch einfach den Sprenger an. Ja, doch, mach ihn drinnen an. Komm gleich. du kannst beziehungsweise alle Mods und sowas benutzen. Ah. Echt? Wie cool. Geht das echt? Voll cool. Ich glaube, ich möchte nie wieder irgendwas anderes machen. Also ja, ich wollte ja nichts von beiden haben, aber wir nehmen es einfach. Du kannst auch wieder speziell Unterwasser-Emotes ausführen. Unterwasser-Emotes, ne? Das ist cool. Mein Gott. So. So, die Suche. Müssen wir einfach mal. Es ist doch schön hier. Ich will nicht wieder hier weg. Bleib hier für immer. Echt Mana? Okay, warum nicht? Jetzt müssen wir wieder runter. Nicht denn? Was muss ich denn? Da richtig? Autsch. Ich und den Weg finden. In 3 Jahren. Ach da! Peinlich. Echt? Peinlich. Danke. Vor ihm stehst du einfach mal so vorher. Vor ihm. Das muss er sein. So, als wenn er gar nicht da wäre. Also ich würde dann wahrscheinlich noch eine Prüfung machen. Wenn wir hier durch sind. Dann wahrscheinlich so langsam Richtung mein Essen gehen. In der Hoffnung, dass er das mitgebracht hat. Ich habe jetzt gerade gar nicht gefragt. Ich will den haben. Ich brauch den.
braucht den. Den Otter, ja. Den Otter. Genau, Tinte. Ich brauch den Otter. Mit Lampe. Und diese Schnörchen, die die ganze Zeit so machen. Das ist so süß. Ich liebe das. Das ist so knuffig. Ich brauch den. Liebe Otter. Ja. Und wir werden nichts tun, was euch schadet. Und am Ende rotten wir das ganze Volk einmal aus. Ich meine, wir sind nicht gerade gut darin, Leute zu beschützen. Die sterben bei uns gerade weg, wie die Fliegen. Wenn sie nicht schwer sterben, sind sie zumindest schwer verwundet. Das ist süß. Ich brauche diesen Otter. Ich brauche einen Otter in meinem Leben. Oh ja. Yeah. Ach, Cluster Heini. Red schon. Ich bin diese schäbige Spelunke und die schlechte Gesellschaft allmählich leid. Glaubst du, dein Verrat hat dich zu etwas Besserem gemacht? Ach, neidest du mir meinen Erfolg? Ich bin das ewige Gejammer von euch Verlierern allmählich leid. Waisenkind der Naiori, Witwe Sashihai, die Rache an deinen Landsleuten musste ja eine große Genugtuung bereiten. Autsch. Ich bin mit meinen Landsleuten noch nicht fertig. Noch lange nicht. Mein Hunger nach Vergeltung ist bodenlos und unstillbar. Ich werde nicht aufhören, bis ihr alle vor mir im Staub kriecht. Und du, mein Freund, wirst noch jämmerlich um Gnade flehen. Du bist ein harter Hund, aber vielleicht machst du ja dein Maul auf, wenn ich dir Kayens abgetrennten Kopf präsentiere. Armer Kayen, mögen die Kami seiner Seele gnädig sein. Nachdem die Garlea sein Land erobert hatten, gab er so eine feine Marionette ab. 25 Jahre lang diente er dem Gouverneur untertänigst, bis dieser dumme Aufstand ausbrach, der in einem Blutbad enden musste. Wirklich eine unerfreuliche Geschichte. Erzähl doch mal, wie hast du dich damals gefühlt, unfähig deinen Herrn zu beschützen? Wie war es für dich, ihn sterben zu sehen und selbst mit dem Leben davonzukommen?
Naja, es war ja nicht das erste Mal, dass du als Beschützer deines Herrn und deines Landes versagt hast. Hilf mir doch bitte auf die Sprünge. Wann haben dich die Galea überwältigt und eingekerkert? Vor 25 Jahren? Um zu entkommen, sollst du dich zum Strafdienst in der galeischen Armee gemeldet haben. Die Erzählungen von den Massakern, die du für sie angerichtet hast, sind legendär. Beides ist wahr. Aber ich bin dir keine Rechenschaft schuldig. Sei doch nicht gleich so eingeschnappt. Dir war jedes Mittel recht, um zu überleben und dein Ziel zu erreichen. Das gefällt mir. Wir sind uns ähnlicher, als dir lieb ist. Mhm. Ich glaube, wir beide können uns einig werden. Die Galea machen mir Druck, ich soll für sie endlich den Prinz von Doma fangen. Du weißt, wen ich meine. Kayans Sohn Hien, mit dem du damals geflohen bist. Sag mir, wo ich ihn finde, und wenn es nur seine Leiche ist. Hahaha, das ist mir doch glatt entfallen, als mich dein Schläger verprügelt hat. Quetsch es aus ihm heraus. Wenn du nicht einmal dazu in der Lage bist, wirst du ans Ende der Welt versetzt. Da ist er doch quasi schon am Ende der Welt. Oh nein, nicht noch weiter weg. Ich will zurück nach Eorzea und bittere Rache üben. Was ist denn für eine Rache? Du hast ein Pflaster auf der Wange. Ich kann dir nicht ernst nehmen. Vor allem, wie der damals vorhin weggerannt ist. Mag ja so Vater Kerzen, aber... Hallo Mira! Hallo Dera! Nein! Dera! Das ist nicht dein Ernst! Ich, oh Gott. Liebe den Otter. Oh. Zwei Otter. Ah, sehr schön. Danke. Jetzt verstehe ich auch, warum du sagst, es warte. So, ich guck mal kurz, wie lange es dauert, bis wir in die Prüfung reinkommen. Und dann würde ich noch eine Prüfung machen. Und dann langsam Richtung Essen gehen. Hi, Brit! Hallo, Hi, Brit! Oh Gott, so, warte. Melde ich mich einmal an. Mal sehen, wie lange es dauert. Wenn es bei unter 5 Minuten bleibt, dann ist gut.
Oh, das Schnabeltier, hör auf. Oh, das Schnabeltier, ey. Oh Gott. Das ist so süß. Schnabeltier. So, es wäre ja schön, wenn ich mal hier die Warteschlange sehen würde. Die eine Prüfung möchte ich auf jeden Fall noch machen. Danach muss ich essen. Ich hab jetzt schon Hunger. Wie gesagt, am Freitag gibt's auf jeden Fall wieder 14. Echt? Hast du das? Ja, Prüfung. Juhu. Dich verstören. Oh je. Oh je. Ich ahne fürchterlich. Oh, nicht schon wieder. Ich ahne fürchterliches. Ich bin ja nur froh, dass ich diesmal nicht keine Heilerin bin. Alles wartet nur noch auf ihn. Den Tank. Oh mein Gott. So, ich tanze mir hier mal wieder den Wolf. Während dauert die Huh. Sich die Sequenz angucken. Ich finde es aber sehr nett von Shiva, dass er uns einfach nicht angreift in der Zeit. Weißt du, wenn bei mir 8 Kämpfer vor der Haustür stehen würden, die mich umlegen wollen. Würde die ja, wenn solange sie dann blöd umstehen, einfach kurz wieder machen. Okay.
sicher. Das sieht cool aus. Mach ich jetzt Feierabend. Ach so. Ja, alles gut. Ich habe aber Hunger. Okay. Echt? Von mir? So, ich dachte, meine Telepathie hätte funktioniert, weißt du? Ja, dich sieht man leider nicht. Glaube ich. Ich weiß auch. Achso, ich alle, von Frutsch ist alle einen lieben Gruß. Bis gleich. Ja, alles gut.